Hey, willkommen zu einer neuen GTA Online-Folge. Heute sind wir noch zu zweit. Geplant war eigentlich, dass wir mindestens zu dritt zocken. Und ja, ich habe mal wieder von ein paar Leuten keine Antwort bekommen. Und einer hat zugesagt und das ist, wie soll man das aussprechen? Wie heißt der Name nochmal? UX Pretoria. UX Pretoria. Ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit einem Deathmatch an auf dem Schrottplatz. Ich gehe mal rein. Ich habe ja gesagt, dass wir am Samstag jetzt, also heute ist Samstag, heute ist der 22.3. Es ist 15.34 Uhr. Also, wie gesagt, wenn ihr in der Crew seid, bekommt ihr gleich eine Einladung. Wenn nicht, dann wird es wohl auch nicht funktionieren. So. Freunde, die GTA 5 spielen. So. Du bist eingeladen. Jupp. Und ja, würde ich mal sagen, stellen wir es auf offen und meine Crewmitglieder. Okay, einer. Albatrip. Wer auch immer das ist. Ich hoffe, du bekommst die Einladung und kommst hier rein. Ansonsten mache ich mal den Schnellstart an. So kommen auch Freunde von Leborgia rein. Nee, echt mal. Predatoria. Hab mir den besten Namen ausgesucht. Du bist noch nicht mal in meiner Crew. So, Pokémon ist schon mal beschäftigt. Das tut mir jetzt aber leid. Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. Mit ähnlichen Fähigkeiten, ja. Machen wir Zeit 20 Minuten. 22 Minuten? Warum willst du 22 Minuten? Nee, 20. Nicht 22. Natürlich Kissen aus. Ist eigentlich schon fast Standard, dass wir das so machen. Bei mir sind Kills nach 25 Kills. Nein. Zielpunktzahl habe ich ausgemacht. Ah, dann ist bei mir irgendein Fail. Dann dürfte der Fail jetzt weg sein. Denn diese Einstellung habe ich bestätigt. Na, wenn die zwei jetzt reinkommen, dann... Okay. PvP-Boss. Ich glaube mal, wir dürfen gleich gegen einen richtigen Boss hier kämpfen. Ja, Level 30. Aber was für ein Boss, ne? Es gibt sogar noch Leute, die... noch niedriger Level haben wie du, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Ja, ich auch nicht. Ach, Yon Game ist schon wieder online. Okay, der Typ labert. Info bei dritten Spieler. Alter, das ist doch noch so ein scheiß Franzose. Wer ist das? Okay. Ich möchte gerne stumm schalten. Stumm schalten. Ich will ihm keine Freundesanfrage schicken. Ich will ihn auch nicht in meine Crew einladen. Ich will ihm keine Nachricht senden. Ich will ihn nicht rauswerfen. Vielleicht muss ich ihn rauswerfen. Empfehlen will ich ihn aber auch nicht. Wehe, du laberst nochmal was. PvP-Boss? Ja, der hat auch. Headset. Alter, warum kann ich hier niemanden mehr stumm schalten? Das ist so scheiße. Rockstar, ändert das bitte. Früher konnte ich mal Spieler stumm schalten. Melden.
Sprachchat nervt mich. Ja, genau. Sprachchat nervt mich. Aus folgendem Grund melden. Sprachchat nervt mich. Ja, wenn ich den nicht deaktivieren kann, werde ich halt vom Sprachchat genervt, ne? Ist doch so. Und Ja. hier komme ich jetzt auch nicht, bekomme ich auch nicht irgendwelche Optionen oder so. Normalerweise habe ich ja das so an, dass ich nur Freunde und Crew höre. Aber wahrscheinlich wurde diese Funktion auch schon wieder irgendwie zurückgesetzt oder deaktiviert. Ich weiß nicht, was sich Rockstar da jedes Mal bei einem Scheiß-Update denkt. Jedes Mal Ich kommt was Neues dazu oder es wird wieder irgendwas gelöscht, was du mal unbedingt gebraucht hast. Zum Beispiel konnte man am Anfang immer noch mal ein bisschen von seinem Geld abgeben. Egal, ob man irgendwelche Jobs erledigt hat oder so, konnte man einfach so sein Bargeld weggeben. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich gerade irgendjemanden in Skype was bekommen. Es kommt gerade mein Freund rein. Jetzt geht's, XD. Ist jetzt ab, ist sowieso egal. Ist jetzt ab, sowieso egal? Hey, egal. Der Hallo da, das ist aber einer meiner Freunde. Hallo, 1-2-1-2-1-2-1-2. Ja, cooler Name. Ach ja. Wir dürfen schon wieder warten. Normalerweise wären wir hier schon lange 4 Spiele. Wir waren ja schon mal 4 Spiele. Die Zeit hat ja schon mal Ja, runtergezählt. kannst du ja noch ein paar Spieler einladen. Wen einladen? Nochmal Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. Jetzt kommt wieder jemand. Ah nein, ich will doch. So, Crewmitglieder hier. Ich drück die ganze Zeit auf Crewmitglieder. Kommt endlich rein. Beschwert Okay. euch, dass ich euch nicht einlade und ihr nicht mitzocken könnt und dann seid ihr nicht da, wenn man euch braucht. Und nur noch einer. Okay, machen wir jetzt dann Start, wenn der drin ist, wenn die beiden drin sind. Bei Okay, mir es sind es kommt nicht noch mehr 4, wer. die noch rein müssen. Beitreten. Außerdem startet das dann sicher von selbst. Ja, Okay, also. sobald bei allen beigetreten steht. Ah, Alter. Nein. Kannst du ihn noch rauswerfen, der wo gerade redet? Wer redet denn? Ah, der hat verlassen. Ah, schade. Okay. Starten wir. Okay, auf den einen können wir ruhig scheißen, der jetzt noch fehlt. Wir starten die Sitzung. Aber wir haben immer noch einen Level 30er hier drin. Da kann ruhig bei den Gegnern spielen. Na komm, Sitzung wird gestartet, immer noch. Okay, sind wir in einem Team? Jawohl, wir Ja. sind in einem Team und wir dürfen gegen zwei? Hä? Waren das? Hä? Haben Gegen jetzt so drei viele haben wir. verlassen? Ja, aber eigentlich sind die Teams fair. Das ist ein 90er und ein 70er. Oh, mein Freund, da hallo, der ist auch bei uns. Hallo. Hallo, hallo! Wie geht's? Wenn du dich in diesem Deathmatch jetzt siehst, darfst du Hallo in die Kommentare schreiben. Okay, hoffentlich kann der gut spielen. Also er hat nur gesagt, man soll sich benutzt auf die Sturmschrotflinte. Ja, dann dürfte gleich der erste kommen, Ja, so, ja, da ist einer. Oh, hallo, ist er schon tot? hm?
Ich habe aber jemanden zusammengeschossen. Cool. Oh, scheiße. Ich wollte mich gerade umdrehen. Na gut. Haben die Gegner schon 2 Punkte? Wir auch. Kletterst du jetzt gerade da auf dem Dings hoch? Ich hocke auf dem Dach. Ach so, das ist Hallo, okay. Ich habe gerade seinen Namen irgendwie nicht sehen können. Oh, jetzt regnet es auch noch. Also, sieht aus wie Hallos Name ja mal erwähnt. Wir kriegen doch immer wieder das beste Wetter für ein Deathmatch, ne? Ja, toll. Es klettert Hallo noch auf. Alter! Ich hab gerade auf den geschossen und dann snappt der mich weg. Kann doch nicht sein. Ja, den habe ich vorhin auch gesehen, der wohl gesnappt hat. Aber echt, ich ziele auf ihn, schieße und bekomme dann einen Schuss ab und bin tot. Das war unfair. Okay, Skype-Verbindung ist gerade weg. Hallo? Sag was. Ach man, wo bist du jetzt? So, neu anrufen. Ach man, gerade in dem Moment, wo ich jetzt weitermachen wollte. Nimm jetzt aber auch ab, bitte. Ja toll, der Snipe! Mann, nimm ab! Dann mach dich endlich mal auf online! Damit du das hörst, wie ich dich anrufe. Kann doch nicht sein, ganze Zeit als beschäftigt und dann nimmt er noch nicht mal ab, wenn er angerufen wird. Mann, nimm ab! Und ist er da oben? Okay, dann soll's halt nicht sein. Hinten ist Sniper, aufpassen. Ah,
Mann, nimm ab. Los. Probier sie mal an. So. Deshalb passe ich es, wenn ihr mit mobilen Geräten hier mitmachen wollt. Weil die Verbindung einfach nur zum Kotzen ist. Und man einfach nicht dazu zum Zocken kommt. Alter, jetzt komm wieder zurück. Ich habe ihn aber auch umgelegt. Jawohl. Okay. Das wird sonst zu nervig jetzt. Also wenn ihr mitzocken wollt, dann vergewissert euch, dass ihr eine stabile Internetverbindung habt. Und Skype die ganze Zeit durchläuft. Ah Mann, ich hab doch auf den geschossen. Hä? Wie? Okay, jetzt nimm mal ab. Ach Mann, jetzt habe ich an mit zwei N geschrieben. Niemanden! Wie kann der mich treffen, wenn ich ihn nicht sehen kann? Hallo? Kannst du auch lesen? Keine Kills. Och Mann! Durch das ständige Tuten kann ich mich hier nicht konzentrieren. Also wissen wir schon mal, wen wir in diesem Let's Play nicht mehr sehen werden. Jedenfalls direkt im Let's Play. Scheint da oben zu sein, hä? Oder doch hier unten?
Doch hier unten. Wo war der? Da! Geht auf! Jo, jetzt rufst du auch endlich mal an. Ja, vorhin ging irgendwie das nicht. Wolltest du nicht annehmen? Nee, das ging nicht. Ging nicht. Kann doch nicht sein, dass es einfach so nicht geht. Ja, ich hab drauf gedrückt, dann war ich auf einmal, dann warst du da und dann warst du auf einmal wieder weg. Ja, wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit wieder abgebrochen habe, weil es mich einfach genervt hat, dass hier jedes Mal tut. So. Es geht einfach nicht. Das nervt mich, das nervt die Zuschauer. Okay, ich habe ihn platt gemacht, aber er hat mich auch zusammengeschossen. Hast du vorhin die Bazooka benutzt? Nein. So, weil ihr vorhin die ganze Zeit Explosionen gehört. Das waren wahrscheinlich Granaten. Ja, das kann auch sein. Du musst echt die ganze Zeit Lance anrufen, weil die Typen sich irgendwo verstecken. Mach vielleicht danach ein anderes Deathmatch auf einer anderen Map. Vielleicht. Mal schauen. Weil das irgendwie hier ist gerade nicht so die beste Map. Oh, hallo, ist gerade hier gespawnt. Ich glaube, wenn er sich anschaut, freut er sich. Oh ja, er freut sich. Da freue ich mich, wenn sich andere freuen, wenn sie meine Videos schauen. Aber ich bin doch jetzt schon wieder ganz woanders, oder? Hier läuft sowieso niemand rum. Der Sniper hier nervt irgendwie, ne? Ja. Der eine da, der, ich weiß nicht genau, bist du gerade hier bei diesem unter der Brücke? In dieser Hütte drin, in diesem Hangar. Mhm. Nein! Ja genau, ich schieße da direkt in die Tür rein und krieg dann die Granate selber irgendwie ab, weil die nicht genauso fliegt, wie es angezeigt wird. Das ist ja schlecht dann. Oh nein. Dann bewegt sich der Charakter noch nicht mehr von dem Platz da weg, sondern lässt sich einfach von der Granate da zerfetzen. Ich hab die meisten Kills in unserem Team. Ist mir gerade aufgefallen. Da hilft kein Springen. Du bist so gut wie tot. Boah, nicht schon wieder. Der Sniper hockt wieder da, wo er vorhin auch hockte. Mann, wie kann man sich hinter einem Kanister verstecken? Hinter einem Kanister?
Du meinst die roten, die ja, explodieren? So ein Kanister versteckt, da kann ich ihn nicht treffen. Nee, diese so ein weißes so ein Wasserkanister, das ist ein Zoll. So, jetzt ist er weg. Und der eine, da sind bei der Fabrik da, auf dem Dach drauf. Fabrik, Dach. Ja, da war ich hätte gerade irgendwas angeschrieben. Ich habe gerade keine Zeit. Es sind noch circa 4 Minuten. Die kann er sich doch ruhig mal gedulden. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge einen neuen Mitspieler dabei. Mal schauen. Ja, jetzt werde ich hier angeschrieben von Tausenden, die ich vorhin angeschrieben habe wahrscheinlich. Die schreiben jetzt alle, nö, keine Zeit oder jo, kann doch und ja. Guck ich gleich mal. Warum deckst du immer die Spiele auf? Der eine Tipp, ja. Du musst Geld haben. Kostet ja nur 500. Nur 500, das ist gut. Machst du das Ganze 10 Mal in einer Runde, dann sind es auch schon 5000. Die kriegt man ja schnell wieder. Ja, oh, scheiße. Gesundheit. Danke. Okay. Ja. Schnell den Rotz hier abwischen. Weil, wie ist der da hochgekommen aufs Dach? Frag mich nicht. Ist da irgendeine Leiter oder irgendwas? Ist der noch auf dem Dach? Ja, der eine ist auf dem Dach. Ah, der snipe da runter. Ich versuche mal da reinzukommen. Der ist doch gleich hier um die Ecke. Ja, da ist noch einer auf dem Dach. Ich weiß auch, wie man da hochkommt. Ich will hier raus. Wie ganz toll, der hat sich von mir direkt bei der Leiter hingelegt. Ah, der ist wahrscheinlich hier auf der Straße, ne? Der eine ist auf der Straße, der andere ist auch nicht. Ob das geht? Nee, geht nicht. Schade. Ich glaube, leider verloren. Hä? Der ist hier unten? Irgendwie aber auch nicht. Ist der hier im Haus drin? Ne, das der eine ist auf dem Haus. Ich bin hier auf dem Haus. Ah, scheiße, jetzt bin ich reingefallen. Hä? Ist der unsichtbar oder was? Ha! Der ist hier in dem Dings drin! Scheiße. Ich latsche natürlich einfach so rein. Ja, noch 10 Sekunden. Ja, wir sind Verlierer. Nächste Runde wird besser. Und da... Haben wir noch eine Runde oder... Dann bricht die Verbindung aber nicht ab, ja. Verlierer! So. Dann würde ich sagen, machen wir mal freier Modus. Dann. Dann frage ich mal, ob der andere mitzocken möchte. Und dann werden wir nochmal eine Runde starten. In der nächsten Folge. Ja.
Na, guck mal, wir sind zweiter Platz, es geht doch, oder? Ja, freier Modus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge zu einem nächsten Deathmatch wieder. Und ich bin gerade vom Frontschwein hier mit Auszeichnung 800 AP, sehr gut. Gut, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis denn. Ciao.